Die Erde. Ihre Ressourcen sind die Grundlage unseres Lebens. Nahrung, Gesundheit, Bildung, Energie, Rohstoffe, Kultur. Schon immer nutzen wir sie. Doch spätestens seit der industriellen Revolution in Europa ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehen wir verschwenderisch mit den Ressourcen um. Ende der 1960er Jahre übersteigt unser Verbrauch die jährlich verfügbare Biokapazität. Am 20. August 2013, dem World Overshoot Day, verbrauchen wir bereits alle Ressourcen, die innerhalb von einem Jahr von der Erde regeneriert werden könnten. Diesen Tag erreichen wir in den letzten Jahren immer früher. Aktuell verbrauchen wir jährlich die Ressourcen von 1,5 Erden. Machen wir so weiter, werden wir im Jahr 2050 beinahe 3 Erden für unseren wachsenden Bedarf an Ressourcen benötigen. Berechnet wird all das mit dem ökologischen Fußabdruck, der das Verhältnis zwischen der auf der Erde verfügbaren Biokapazität und der davon verbrauchten Menge für den Bedarf der Erdbevölkerung beschreibt. So kann der Ressourcenverbrauch einer jeden Person als ihr persönlicher Fußabdruck berechnet werden. Gerechnet wird in globalen Hektar pro Person pro Jahr. Dies entspricht der Fläche auf der Erde, die benötigt wird, um den Ressourcenbedarf anteilig zu decken. In den USA und Kanada beträgt die gesamte Biokapazität ca. 4,1 Globalhektar pro Person. Der Verbrauch, also der ökologische Fußabdruck, liegt allerdings bei 6,2 Globalhektar pro Person. Das heißt, dass die USA und Kanada pro Person ein ökologisches Defizit von 0,7 Globalhektar verursachen. Ähnlich sieht das in Europa und Asien aus. Nur in Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Ozeanien werden derzeit Reserven gehalten. Hier übersteigt der ökologische Fußabdruck die Biokapazität nicht. Hinzu kommt, dass die Ressourcen sehr ungerecht verteilt sind. Circa 25% der Weltbevölkerung brauchen 75% der Ressourcen und die restlichen 25% bleiben für 75% der Menschen. Mit dem Modell des ökologischen Fußabdrucks lässt sich ein solidarischer Wert berechnen. Bei einer gerechten Verteilung und zukunftsfähiger Entwicklung hätte jeder Erdenbürger ca. 1,8 Globalhektar jährlich zur Verfügung.